Ja, also bei den Grundschlägen hat es für mich definitiv hier eine Umstellung gegeben. Also der Schläger ist doch anders von den Maßen als bei den bisherigen Schlägern. Kleinerer Sweet Spot, bisschen länger, anderer Balancepunkt. Und da habe ich mir am Anfang vor allem schwer getan bezüglich Timing, Treffpunkt. Die Bälle waren einfach zu kurz oder sind ins Out geflogen. Ich habe einfach nicht den Spin entwickeln können. Nach längeren Spielen habe ich mich dann immer besser mit dem Schläger zurechtgefunden. Ich habe dann auch wirklich Power erzeugen können. Wenn man den Ball sauber trifft, kann man auch sehr kontrolliert damit schlagen. Beim Spin ist es mehr so, dass die geraden Schläger, man muss mehr von oben kommen, dann klappt es auch. Und es waren dann wirklich schöne Schläge dabei. Hin und wieder gab es Ausreißer. Ich brauche definitiv noch eine Eingewöhnungszeit mit dem Schläger, deswegen nur 4 von 5 Punkten.